Moin Leute, mein Stream wächst ja immer weiter, ich freue mich total darüber, aber es kommen immer mehr Fragen zu meinem System, wie das alles abläuft, was das mit dem Blut und den Zähnen auf sich hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich hier einfach mal ein kleines Tutorial, in dem ich euch versuche, alles näher zu bringen, damit ihr nicht immer fragen müsst im Chat. So, also folgendermaßen habe ich mir das Tutorial vorgestellt. Ich werde die FAQs durchgehen. Und zwar die erste Frage, die ganz oft kommt: Gibt es bei dir Viewer Games? Die zweite Frage: Wie funktioniert die Song Request? Dritte Frage: Wie viel Blut und Sehne bekomme ich auf die Zeit? Sprich, ohne irgendetwas dafür zu tun. Vierte Frage: Was gibt es für Special Events und wie nehme ich teil? Denn ungelogen, das Blut, was ihr über die Zeit bekommt, ist nicht ganz so viel. Fünfte Frage: Wie viel Blut und Sehne bekomme ich bei diesen Events eben? Dann die sechste Frage: Was bringt mir mein gesammeltes Blut? Und zu guter Letzt: Was bringen mir die gesammelten Reißzähne? Also fangen wir einfach mal an mit Folie 1. So, Viewer Games. Ich mache Viewer Games mit euch immer am Anfang des Streams. 1 bis 2 Viewer Games, manchmal sind sogar auch 3, wenn ich gut drauf bin. Die Sache ist einfach, seid ihr am Anfang da, seid ihr ziemlich sicher beim ersten Game dabei. Weil der Traffic am Anfang ist einfach nicht so hoch und vor da könnt ihr euch gleich einen Platz sichern. Ich habe ja immer diese Vorlaufzeit von 15 Minuten in etwa. Und da schreibe ich meistens schon den Namen des Games und das Passwort in den Chat. Bevor ihr mich überhaupt sehen könnt. Das heißt, seid am Anfang dabei. Und ihr habt schon halb gewonnen. So. Dann Song Request. Und zwar mache ich ja immer so, dass ab 20 bis 25 Zuschauern mache ich Song Request an. Vorher nicht, weil vorher ist einfach das Problem, wenn ich Song Request anmache, dann wird sich nicht permanent was requested. Und dann habe ich diese Leerlaufzeiten an Musik, da muss ich wieder was Eigenes anmachen. Dann verstellt sich meistens die Lautstärke, wenn Song Request wieder neu gestartet wird. Von daher, ab 20 bis 25 mache ich es an. Aber jetzt für euch wichtig, wie requestet ihr was? Ich hatte es die ganze Zeit so, dass ihr das in dem Chat machen könnt mit Ausrufezeichen Song Request und dann einfach den Titel hinten dran. Problem ist jetzt aber einfach nur geworden, dass wir letztens ungefähr 100 Zuschauer hatten und dass alles voll gespammt wurde im Chat und man nichts mehr gesehen hat. Von daher bin ich mit meinen Moderatoren hergegangen und habe versucht, möglichst viele Sachen aus dem Chat rauszunehmen, was Mod-Befehle angeht. Und dazu gehört Song Request. Es geht jetzt, ihr requestet Songs jetzt anders. Ist sogar noch einfacher, finde ich, dass übersichtlicher ist. Ich zeige euch, wie das geht. Zack. Wir sind im Internet auf meiner Page. Ich bin gerade offline. Hahaha, was für ein Wunder. Sehr, sehr lustig, Elijah. So. Und zwar, ihr geht nach ganz hier unten. Ganz nach unten. Hier gibt es jetzt ein Panel, der heißt Request a Song. So. Drückst du da drauf, kommst du hier hin. Hier siehst du, also oben ist einfach nur Beschreibung, bla bla. Was wichtig ist, ist der untere Teil, untere Abschnitt hier. Und zwar, hier ist dann die Songlist. Song-ID, Songname. Hier würde was stehen, ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar fügt ihr etwas hinzu, indem ihr hier drauf... Ah, Moment, erstmal müsst ihr den Link kopieren. Sprich, ihr wollt jetzt Icy Fire von A Hobbit, ihr wisst, eins meiner Lieblingslieder, gibt meistens Kekse bei mir. Ihr kopiert einfach den Link, Steuerung C, geht wieder hier rüber, drückt Add New Song, Video, hier, also hier die Zeile in die URL, fügt ihr einfach den Link ein, Add New Song, tata, the song Fire has been added to your list. Falls was schiefgegangen ist, ist hier oben ein roter Balken und da steht irgendwas von wegen, du Arschloch, es hat nicht funktioniert. Aber alles ist gut, jetzt seht ihr hier, Song-ID, die ist irrelevant, das ist nur für meine Moderatoren. Aber hier ist dann der Name und ihr seht auch, wann es drankommt, so in welcher Reihenfolge, ne? Zeit ist drin, von wem, bla bla bla. So, das war das auch schon mit der Song-Request. So, jetzt muss ich kurz hier aufpassen, ich mache so ein Tutorial zum ersten Mal. Panel-Request anklicken, add new song, das haben wir, sehen wir jetzt durchgegangen, genau. Gehen wir weiter zu dem Blut. Wir sind ja hier Vampires und farmen Blut, während ihr mir zuschaut. Und zwar durch das Passivblut bekommt ihr alle 5 Minuten einen Tropfen. Seid ihr aktiv im Chat, bekommt ihr alle 5 Minuten einen weiteren Tropfen. Sprich, ihr bekommt das Doppelte, wenn ihr aktiv im Chat seid. Wie sich Aktivität
definiert. Das kann ich euch nicht genau sagen. Das sind Einstellungen von dem Bot. Ist aber auch unwichtig. Seid einfach relativ aktiv, dann bekommt ihr schon eure Bonustropfen. Euren Kelchstand, sprich wie viel Blut ihr habt, könnt ihr abfragen mit Ausrufezeichen Kelch. By the way, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, hatte ich vergessen. Ein voller Kelch sind 120 Tropfen. Ist einfach wichtig, wenn ich mal darüber rede, wie viele Kelche ihr braucht, um irgendwas Besonderes zu machen. Ein halbvoller ist daher die Hälfte, haha, 60. Mathematik, immer diese Mathematik. So, jetzt zeige ich euch auch, wie man das macht. Schreibt in den Chat, Ausrufezeichen Kelch. Hahaha. Da habe ich mir selbst ins Bein geschossen. Eine Sekunde bitte. Den Bot sollte ich vielleicht vorher anmachen, sonst gibt es keine Rückmeldung. So. Jetzt aber Ausrufezeichen. Kelch. Junge, Junge, Junge. Okay, der braucht wahrscheinlich kurz zum Starten. Wir warten einfach kurz. Ihr seht, ich habe das nicht geübt oder so. Na, Bot, willst du nicht? Jetzt funktioniert's. Der Bot hat ein bisschen gebraucht zum Starten. Im Normalfall ist er ja schon oben, von daher passiert sonst nichts so. Ihr seht, ich habe jetzt Kelch geschrieben. Im Idealfall nur einmal. Und er zeigt mir hier meinen Namen, meinen Rang. Die Ränge findet ihr unterm Stream. Ganz unten gibt es eine Legende. Wenn euch das Bild zu klein ist, drückt ihr einfach drauf, dann wird es größer. Und mein gesammeltes Blut. Ja, ich bin richtig Rich Boy. So. Moment. Weiter geht's zu den Zähnen. Zähne bekommt ihr auch passiv. Und zwar bekommt ihr alle 60 Minuten einen Zahn. Moment, jetzt muss ich gerade noch den anderen Bot starten. Sonst kriege ich ja auch keine Antwort. So. Und zwar fragt ihr euren Zahnstand ab mit Ausrufezeichen Zähne. Dieser Bot, um ehrlich zu sein, dauert immer ein... Der braucht ein bisschen. Der ist einfach ein Lama-Sack. Der wird halt älter, genauso wie ich. So. Und der zeigt euch da eure Zähne an. Reißzähne, Elijah No 4, 863. Das heißt umgerechnet 863 Stunden war ich im Stream. So, weiter geht's. Kommen wir zu dem Fight, sprich einem der Special Events. Es gibt verschiedene Special Events. Von dem Blut ist ein Special Event der Fight. Der Fight kann einmal alle 60 Minuten gestartet werden von jedermann. Voraussetzung ist nur, dass ihr 360 Blut mindestens habt. 360 Blut, sprich 3 Kelche, entspricht einem dem Rang Vampirsoldat. Und ab diesem Rang kann ich euch erst in den Krieg schicken gegen die Werwölfe. So. Jetzt ist es so, der Fight wird gestartet mit Ausrufezeichen Fight. Maximal könnt ihr setzen 120 Tropfen, es gibt kein Minimum. Ihr könnt also auch einsetzen. Die Gewinnchance bei diesem Fight beträgt, wie ihr da auch schon seht, 51%. Ja, ich bin ein netter Mann. Dazu muss man aber noch Folgendes sagen. Der Fight wird erst gestartet, wenn mindestens 3 Personen mitmachen. Das heißt, 3 berechtigte Personen. Nehmen wir doch einfach mal an. Einer startet den Fight mit Rang... Wir hatten ja gesagt, ab Rang 6, sprich 360 Tropfen, darf man das. Sagen wir einfach, jemand mit Rang 8 startet. 2 weitere mit Rang 4 starten auch mit dazu, mit Ausrufezeichen Fight und der Anzahl. Wird der Fight gestartet? Nein, wird er natürlich nicht, weil nur eine berechtigte Person, sprich über 360 Tropfen, mitgemacht hat. Ihr verliert, wenn ihr unter 360 Tropfen fallt, wieder das Recht am Fight mitzumachen. Sprich, ihr seid bei 470 Tropfen, ihr setzt 120, verliert, seid also bei 350, ihr dürft nicht beim nächsten Fight mitmachen, außer ihr habt bis dahin wieder das Blut. So. Das war's mit dem Fight. Ah, und wichtig, bei dem Fight. Bei dem Fight, läuft 2 Minuten lang Musik. Die Fight-Musik, die kennen die meisten von euch, aber ich kann sie auch nochmal kurz rein anmachen. Sekunde mal. Wieder nicht vorbereitet, ich Noob.
Das ist die Fight-Musik. So ein bisschen epischer Shit, ne? Die meisten von euch werden es kennen. Auf jeden Fall bedeutet das, dass ich 2 Minuten lang nicht reden darf. Wenn ich es doch machen sollte, bekommt jeder einen Zahn als Belohnung, aber dazu kommen wir später noch. So. Weiter geht's im Programm. Und zwar die Ranked-Wette. Damit könnt ihr auch zusätzlich Blut gewinnen. Ich spiele ja nach meinen Viewer-Games meistens Solo-Queue Ranked oder Duo-Queue ganz selten. So. Ihr könnt bei dieser Wette, ihr könnt wetten, ob ich gewinne oder verliere. Ihr könnt meistens wetten, außer wenn ich es vergesse zu schließen. Ja, ich weiß, ich vergesse es sehr oft. Deswegen bitte ich euch, weist mich darauf hin. Egal, für die Neuen. Ihr könnt wetten, ob ich gewinne oder verliere, bis die Creeps auf der Lane sind. Manchmal auch noch ein bisschen länger. Je nachdem, ob sie jetzt schon viele gewettet haben oder nicht, lasse ich es ab und zu mal durchgehen, noch 2-3 Minuten länger. Das ist auch der Grund, warum ich es dann meistens vergesse. Naja, folgendermaßen wettet ihr. Ihr wettet, Moment, ich starte gerade mal eine Wette. Tap, tap, tap. So, wenn ihr das hier seht im Chat, jetzt machen wir wieder unseren schönen Pfeil an. Dann bedeutet das, dass ihr wetten könnt. Folgendermaßen wettet ihr. Wettet ihr. Maximal 120 Tropfen wieder. Diesmal gibt es aber ein Minimum, und zwar 10. Ihr könnt also nicht, wenn ihr 5 macht, dann werdet ihr nicht aufgenommen in die Wette, in das Wettsystem. So, ihr wettet, das ist ein bisschen umständlich, liegt leider am Board anders, kann man es nicht einstellen. Ausrufezeichen Bet für Wetten auf Englisch. Leertaste 0, wenn ihr wollt, dass wetten wollt, dass ich gewinne. Und dann die Anzahl der Blutstropfen. Sagen wir einfach mal Bet 0 120. So. So haben wir jetzt gewettet auf einen Win. Ihr bekommt keine Bestätigung und ich kann euch auch nicht sagen, ob eure Wette angenommen wurde oder nicht. Das liegt leider auch an den Einstellungen des Bots. Ich kann nur die Gesamtanzahl an Wins sagen und an Loses, die gewettet wurde. Aber nicht, wie der Einzelne getippt hat. So, aber nur nochmal als Beispiel. Wenn ihr auf Lose tippt, schreibt ihr Ausrufezeichen Bet und statt der 0, die 0 ist einfach die ID für Win, schreibt ihr die 1 für Lose. Bet 1 120. Zack. So, jetzt habt ihr auf Lose gewettet. Wichtig ist noch zu sagen, ihr könnt natürlich nicht so wetten, wie ich jetzt gerade gewettet habe, sondern eure erste Wette zählt. Die zweite, die Lose-Wette, wurde hier nicht angenommen. Auch wenn ihr schreibt Bet 0 120 und ihr würdet dann schreiben Bet 0 60, weil ihr dachtet, fuck, diesem Elisha-Boy, dem vertraue ich irgendwie doch nicht mehr so. Pech gehabt. Die erste Wette wird angenommen. Auch im Gegenteil, ihr könnt nicht nochmal hochstufen. Ihr könnt nur einmal wetten. So. Dann schließe ich die Wetten. Im Normalfall steht dann hier drin, Betting stopped, you can no longer bet on anything. Pech gehabt, Amigo, du bist zu spät. So, dann die Gewinnchance hier ist natürlich, je nachdem, wartet einfach immer bis zum Loading-Screen, dann seht ihr die Lineups. Ihr seht, wer gegen wen spielt, was ich vor allem spiele. Es gibt ja Champs, die kann ich gar nicht spielen, ich werde in die Rolle gezogen, dann könnt ihr eher auf Lose wetten. Wenn ich jetzt meinen Twisted Fate oder meinen Lux oder sonst irgendwas bekomme, was mir sehr gut liegt, dann ist es schlau, auf Win zu wetten. Außer ich bin schon komplett am Arsch und ihr seht, ey, der Elisha ist die ganze Zeit am Tilten und trollt die ganze Zeit und so weiter, was ich natürlich nie tue. Kappa, kappa. Ja. Genau. Wichtig noch, wettet erst ab dem Loading Screen, nicht in der Champion Selection, weil wenn jemand dodgt, kann ich euch die Punkte nicht wieder gut schreiben. Das heißt, euer Einsatz gilt automatisch fürs nächste Game, egal wie das Lineup aussieht, egal was für Trolls da drin sind. Ja. So, gehen wir weiter im Programm. So, wie viel Blut bekomme ich denn bei den Fights jetzt genau? Und zwar, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, alle 60 Minuten wird dieser Fight gestartet. Ihr könnt maximal 108 Tropfen gewinnen. Das liegt daran, weil ihr 120 Tropfen ja maximal setzen könnt und der Gewinn, ihr habt zwar eine 51%ige Chance zu gewinnen, aber der Gewinn, den ihr bekommt, sind nur 90% des Einsatzes. 90% von 120 sind 108 Tropfen. So. Und eben beim Ranked ist es so, wenn ihr bei der Ranked-Wette, wenn ihr die Ranked-Wette gewinnt, sprich ihr habt richtig getippt, ob ich gewinne oder verliere, bekommt ihr euren Einsatz verdoppelt. Das heißt, wenn ihr maximal 120 setzen könnt und ihr habt das richtig, bekommt ihr 120 dazu. Also richtig fett Blut.
Dann ist noch Folgendes, und zwar die Special Events zu den Reisszenen sind folgende. Nach jedem Game, egal ob es Viewer Game oder Ranked ist, mache ich oder beziehungsweise meine Mods ein kleines Giveaway, indem sie Winner in den Chat schreiben. Dann wird einer der aktiven Leute im Chat ausgewählt vom Bot und derjenige bekommt eine Reißzahn gut geschrieben. Sprich, der muss bekommt zusätzlich zu dem stündlichen Reißzahn einen weiteren. So, und dann gibt es dann auch dieses, das ist ziemlich neu. Und zwar, wenn ich noch während des Fights rede, ihr könnt mich dazu bringen, stellt mir die verrücktesten Fragen oder sonst irgendwas. Auch wenn meine Freundin im Hintergrund ist und mich irgendwas fragt und ich antworte ihr. Oder Kovu springt mich an und ich sag, du Arschloch. Es ist egal, wenn ich rede, dazu gehört aber nicht pfeifen, wenn ich rede, wenn ich ein Wort sage, dann bekommt jeder, der jetzt gerade zuschaut, beziehungsweise dann gerade zuschaut, während ich geredet habe, nach dem Game oder während dem Game mittlerweile sogar durch meine Moderatoren, ein Reißzahn gut geschrieben. Also so ziemlich das Einfachste, wie ein Reißzahn kommt und das Beste, was euch passieren kann. So, jetzt kommen wir zum Ende. Für was brauche ich denn das Blut? Was bringt mir das Blut? What the fuck ist mit diesem Blut? Soll ich das Zeug selber saufen? Nein! Ihr sammelt Blut, um Ränge aufzusteigen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Findet ihr die Ränge unterm Stream. Da ist so eine Tafel, da sind alle Ränge aufgezeigt. Es ist ein bisschen klein zugegebenermaßen. Das geht von den Twitch-Einstellungen nicht größer zu machen. Falls ihr es doch größer haben wollt, drückt ihr einfach drauf, öffnet sich eine extra Seite und ihr könnt es nochmal genauer angucken. Dann werde ich demnächst einführen, ein Giveaway einführen, wo ihr Blut setzen könnt. Es wird ein Maximum geben, aber ihr könnt ziemlich viel Blut setzen. Je nachdem, wie viel Blut ihr setzt, desto höher ist eure Wahrscheinlichkeit, das Giveaway zu gewinnen und euch somit ein Dooku plus Teamspeak mit mir zu ersteigern. Ersteigern in Anführungsstrichen. Es ist keine richtige Ersteigerung, es ist eher, setz so viel du willst, um deine Gewinnchance zu erhöhen. Außerdem biete ich die Möglichkeit, bei mir euch einen Trainingsplan erstellen zu lassen für 600 Tropfen Blut. Das ist ziemlich viel, es sind 5 volle Kelche. Aber es ist auch was Besonderes und es steckt viel Arbeit von mir hinten dran. Wieso mache ich einen Trainingsplan? Ich lauch. Es ist einfach, ich bin selber schon am Trainieren, seit ich 18 bin. Ich bin jetzt 24. Hatte zwar ab und zu große Pausen und hatte auch letztens eine 2-Jahres-Pause, wo ich, glaube 15 Kilo abgenommen habe. Aber ich habe auf jeden Fall das Know-how. Ich habe auch mal eine Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung noch dazu angefangen, weil es mich eben so interessiert hat. Bin dann aber doch daraus, wie viele von euch kennen die Geschichte, weil es einfach, die Bedingungen waren überhaupt nichts für mich. Es war, naja, auf jeden Fall, das ist jetzt nicht das Thema des heutigen Tages. Auf jeden Fall ist das Know-how vorhanden. Für Anfänger so oder so, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen was zu machen, sagt es mir einfach, dann machen wir das. Gehen wir das zusammen durch. So, aber jetzt das, was wahrscheinlich die meisten interessieren wird, denn ihr wollt ja was haben. Was bekomme ich für meine Zähne? Und zwar für die Zähne. Es gibt wöchentliche Skin-Giveaways. Meistens sonntags, manchmal jetzt auch samstags, aber normalerweise sonntags, weil das meine feste Streamzeit ist, gibt es am Ende des Streams ein Zahn-Giveaway. Entschuldigung. Gibt es ein Skin-Giveaway? Sprich, ihr könnt einen Mystery-Skin in League of Legends gewinnen. So. Bei diesem Skin-Giveaway habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, je mehr Tickets ihr habt. Also je mehr Tickets, desto höher ist eure Gewinnwahrscheinlichkeit. Ein Ticket kostet 2 Zähne, sprich umgerechnet 2 Stunden Stream schauen. Das heißt, seid wöchentlich einfach möglichst täglich beim Stream, sammelt viele Zähne, setzt viel, kauft euch viele Tickets und gewinnt sehr wahrscheinlich dann euer Skin-Giveaway. Dann, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, nochmal kurz so einen kleinen Nebeneinschub. Wenn jemand das Giveaway gewonnen hat, den Skin, dürfen alle nochmal wetten, für welchen Champion derjenige diesen Skin bekommt. Außer derjenige selbst, der darf nicht wetten, weil das unfair ist, er weiß, was für Skins er hat und so weiter. So, also sagen wir mal, Viewer A gewinnt, darf Viewer B und alle anderen wetten, was Viewer A für welchen Champion Viewer A einen Skin bekommt, zum Beispiel Annie, Ash oder so und irgend sowas. Wenn derjenige richtig tippt, bekommt er den Jackpot. Der Jackpot ist
Das bringt nichts, wenn ich es euch sage, was es momentan ist. Aber von Anfang an 120 Tropfen. Wenn es in einer Woche nicht gelöst wird, gehen die 120 Tropfen weiter in den Checkpot. In der nächsten Woche spielen wir um 240. Wenn es da nicht gelöst wird, spielen wir in der nächsten Woche um 360 und so weiter. Das Höchste, was bis jetzt war, waren 600 Tropfen, die im Checkpot waren. Und das wurde dann aufgelöst. Derjenige hat richtig ins Schwarze getroffen. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da sonst noch was habe. Nein, das war's, Freunde. Das war's. Ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen klären. Meine Moderatoren werden immer wieder auf dieses Video hinweisen, wenn am Anfang zu viele Fragen kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ich hoffe natürlich, ich sehe euch wieder auf Twitch. Es würde mich sehr freuen. Ihr seid die geilsten. Haut rein, Freunde.